Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trickets Profit an einem wundervollen Donnerstag. Und ich nehme immer noch auf den Karfreitag auf. Oh, ist das schön, wenn man frei hat. Oh, ist das geil. Und wenn man Zeit hat, man kann so viel machen. Man kann echt so viel machen. Dementsprechend, falls ihr jetzt im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche hört, meine Freundin, die wollte unbedingt Staubsaugen. Ich weiß auch nicht wieso, aber sie wollte unbedingt Staubsaugen. Soll sie tun, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Dementsprechend könnte es sein, dass komische Geräusche im Hintergrund sind, davon nicht irritieren lassen. Dementsprechend. So. Wir wollten in die Ruinen von Loa fliegen. Und ich weiß auch gar nicht, wo die sind. Wir müssten eigentlich schon da sein. Genau. Und wir brauchen diese Golems. Die wir hier haben. Boah, jetzt ruckelt's gerade aber mächtig gewaltig, du. Alter Falter. Was ich euch eigentlich mal erzählen wollte, ich hatte doch von meinem Freund Saga. Quatsch, Sagawan. Bin ich schon durcheinander. Seine PlayStation 4 bekommen, seine alte, weil er sich ja die Pro geholt hatte. Und ich habe die dann an meine ganze Kabellage. Ohne Scheiße. Das ist so eine Kabellage. Angeschlossen und ich hatte ja auch so ein. Wie heißt das? So ein HDMI-Switch hatte ich ja die ganze Zeit dran. Ne? Der aber aus irgendwelchen Gründen auch immer komische Veranstaltungen gemacht hat. Also wenn man gespielt hat, Bild geflackert. Also zwischendurch, ich hatte es ja eigentlich nur bei der Xbox One dran. Da war nur immer so, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal alle halbe Stunde mal kurz für eine Sekunde, zwei Sekunden das Bild weg. Danach war wieder gut. Und bei der PlayStation 4, die habe ich angeschlossen, da war nur noch Bild flacker, 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 flacker. Man konnte überhaupt nicht mehr spielen. Katastrophe. Und ich musste dann erstmal rausfinden, die ganzen Sticker von den Boxen da, ne, so abgemacht und an die PlayStation rangemacht und geguckt, an welchem Gerät der Geräte das jetzt liegt. Ich habe es auch festgestellt, ich habe mir dann einen neuen Switch bestellt, dass man sagen kann, okay, ja, ich habe diesen Switch getestet und es liegt wirklich an diesem Switch, weil war nur meine Vermutung. Ich habe es getestet, es lag auch daran, es läuft einwandfrei. Und ich habe dann nicht mehr irgendeinen genommen, wo ich sage, ja, der könnte gut sein oder die Firma gefällt mir gerade vom Namen her oder vom Design her oder whatever, sondern ich habe den Switch genommen, den Pete von PeteSmeet oder PeteSmeet besser gesagt, verwendet. Genau diesen selben HDMI-Switch habe ich mir bestellt. Das ist von Logilink, wen es interessiert. Der ist, ja, der ist eigentlich ganz cool. Also, ist easy. Man installiert ihn, der ist dran. Man muss keine. Der hat das Einzige, was der nicht hat, im Gegensatz zu meinem alten, der hat keine automatische Umschaltung des HDMIs. Bei dem alten war das so, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, die Xbox One war auf HDMI 1, die PlayStation 4 auf HDMI 2 und so weiter und so fort. Man hat die jeweilige Konsole angeschaltet, ist der auf diesen jeweiligen HDMI-Platz gesprungen. Vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass meine Freundin, ey. vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass diesen automatischen Umschaltmechanismus, dass der irgendwie nicht ganz gestimmt hat oder fehlerhaft war oder keine Ahnung. Jeweils somit hatte das Bild geflackert, jetzt flackert es nicht mehr. Finde ich geil. Weil ich jetzt dementsprechend auch Konsolenaufnahmen wieder vernünftig aufnehmen kann, ohne dass mir hier das Bild flackert.
Ich meine, ihr habt es, glaube ich, nicht gesehen. Bei der einen Aufnahme hatte ich es. Da habe ich Rico aufgenommen. Ist ja gerade, glaube ich, das Einzige, was ich an Konsole aufnehme. Ich glaube, da habt ihr es nicht gesehen. Oh, jetzt sind es hier aber. Jetzt sieht hier mal. Explosion! Dich kriege ich auch noch. So. Ich würde eigentlich dieses mysteriöse Drachenei haben. Drachenessenz, okay. Ich habe noch später bekommen. Ich dachte, man kriegt. Also bei manchen kriegt man auch ein Drachenei. Bei manchen halt nicht. Drachen sehen, okay, nehme ich alles. Was haben wir hier? Ne. Ne, will ich auch nicht. Greifen Sie mich hier wieder alle an. Jo, war mir ja klar. So, wollte ich gar nicht mehr machen. Ich möchte gerne. Danke! Dass ich auch mal mein Ei holen darf. Oder was auch immer ich kriege. Intaktes Ei der Brache. Okay. Mal so nischt. So. Ach, hier ist ja noch eins. Mal nehmen wir auch. Wenn hier die Eier gerade rumliegen, dann nehmen wir sie alle. So. Hier sind nämlich auch die ganzen Quests, wo ich gesagt habe, die nehmen wir auch noch alle an. Dass wir hier reichlich zahlreiche Quests haben und leveln können und stärker und wilder. Definitiv wilder müssen wir werden. So. Gib mir das Ei! Ei! Gib mir das Ei! Ein intaktes Ei der Brachland. Geil! Geilo! So, warte mal, ich jump mal auf Sandra. Ich guck mal von oben, ob hier noch mehr intakte Eier, ob hier noch so Eierdinger rumliegen. Machen wir nämlich hier mal einen Rundflug. Also hier sieht es schon mal wesentlich besser aus als da vorne. Da vorne, da ist der Karl. Hier sind wenigstens wieder Bäume mit grün ein bisschen dran, ein bisschen heller, ein bisschen fröhlicher das Ganze. Aber auch sehr liebevoll wieder gestaltet hier mit den Häusern und den Feldern und allem drum und dran. Aber zuerst wollten wir uns das Königreich angucken, bevor wir hier weitermachen. Ich bin immer so ein Freund, ich meine, klar, das Spiel gehört mit Quests und mit allem drum und dran, klar, gehört dazu. Aber ich mag auch einfach sich so eine Großstädte, ich sage jetzt mal, das sind hier Großstädte, sich anzugucken, gucken, was man hier alles hat, wie das aufgebaut ist, in welchem Design das ist und so weiter und so weiter. Ich finde das nämlich tierisch geil und macht einfach nur Fun. Fun, Fun, Fun. Ne? Und dementsprechend dachte ich, ich guck mal hier rein. Das ist, ich hatte auch eine Zeit lang überlegt, ich glaube, das habe ich schon öfters überlegt, ob ich zusätzlich zu Dragon's Prophet noch ein weiteres MMORPG mache. Ich weiß es noch nicht. Also auf ein Bezahlabonnement habe ich keine Lust, so wie Final Fantasy, World of Warcraft, die sind ja beide bezahltechnisch dran, wobei WoW könnte man bis Level 20, glaube ich, war das, kostenlos spielen. Richtig? Und danach dann halt bezahlen. Weiß ich nicht. Dann hätten wir noch Guild Wars 2 hätte ich noch im Angebot, das habe ich mir einmal gekauft, das könnte man auch noch spielen. Oder man guckt, ob wir ein weiteres Free-to-Play Game finden, was wir denn noch ein bisschen mehr spielen können. Aber ich habe jetzt mehr oder weniger 4 Tage Zeit, mir das zu überlegen und vielleicht das ein oder andere auch mal aufzunehmen. Gucken wir mal. Lasst euch einfach mal überraschen, was ich mir jetzt überlege.
Ich tendiere allerdings, ich hatte es einmal, glaube ich, angefangen aufzunehmen, zu streamen, Guild Wars 2. Ich glaube, da wäre ich auch noch dafür, dass man daraus noch eine kleine Let's Play-Runde bastelt. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Und ob das auch so ein regelmäßiges Ding werden würde, wie. Okay, das geht dann da lang. Okay. Wie Dragon's Prophet weiß ich auch nicht. Oder ob das denn nur so sporadisch, weiß ich nicht, auf dem Wochenende kommt. Oder weiß ich nicht, sowas. Ne? Weiß ich, wie gesagt, weiß ich alles nicht. Muss ich mir halt noch überlegen. Ich habe, wie gesagt, ich hatte die letzten Monate nicht wirklich Zeit, mir irgendwas für meinen Kanal zu überlegen. Jetzt kommt wieder so ein bisschen, wo ich wieder mehr Zeit finde, Wochenende mich sonntags hinsetzen kann, in Ruhe aufnehmen kann oder Nacharbeit, Vorarbeit, je nachdem, wie der Dienst gerade ist, halt mich hinzusetzen und aufzunehmen oder mir Gedanken darüber zu machen, was kann ich machen. Ich habe heute Morgen, wo ich aufgestanden bin, war mir so langweilig. Und da habe ich meinen Twitch-Kanal ein bisschen umgestaltet. Mein Rechner wieder, die Systemkomponenten, die ich mal hingeschrieben habe vor, lass mich lügen, ewigen Zeiten, mal wieder aktualisiert, dass die aktuellsten auch drinne sind. Sowas habe ich zum Beispiel jetzt heute Morgen mal gemacht. War danach. Ich brauche einen Twitch-Kanal eigentlich ja nicht wirklich. Wer mich kennt, ich habe, glaube ich, zwei, dreimal gestreamt bei Twitch und einmal, glaube ich, bei YouTube oder zweimal bei YouTube sogar. Danach habe ich auch nicht mehr gestreamt, weil ich weiß es nicht. Also für mich wäre es denn wirklich nur so ein bisschen immer Fun Fact, ein bisschen, ja, spaßmäßig. Ne? Jetzt nichts Tolles, aber mal gucken. Vielleicht mache ich ja auch aus Guild Wars 2, denn sozusagen so ein Live-LP und mal gucken, lass dich überraschen. Ich überlege mal, vielleicht mache ich auch daraus, wie gesagt, nur so ein Wochenending, wo dann, weiß ich nicht, auf den Sonntag oder so mal eine Folge kommt. Mal guckt, oh, das sieht aber ein bisschen geil aus da oben. Das sieht echt cool aus. Muss ich ja mal sagen. So, mein Geheimverwalter. Wir wollten aber noch Meisterschaftspunkte vergeben, fällt mir gerade dabei ein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir hätten noch brutale Bestrafung und Schwing der Raserei, die wir noch definitiv aufmöbeln müssen. Schwing der Raserei benutzen wir relativ häufig und brutale Bestrafung eher weniger. Dann machen wir definitiv die Schwing der Raserei auf volle Pulle, dass wir da 10 von 10. Warum kann ich nicht? Nächstes Level erforderlich Bogen. Schwingen eine Wutdrachen erscheinen. Bla 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 bla. Jeder Treffer stellt eure Ja. Wildheit verursacht diese Menge zusätzlichen Schaden. Ich kann zwar draufklicken, aber es passiert nichts. Der nimmt es nicht an. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, nimmt das an. Nee, auch nicht. Weg. Machen wir neu auf. Gucken, ob es jetzt besser wird. Beides nicht besser. So ein Scheiß. Also hier die ja, Geschicklichkeit, können die noch hochpowern. Ästhetik der Gewalt.
Ja, gut, dann machen wir halt die Geschicklichkeit noch ein bisschen höher. Mir ist das egal. Das ist hier Jagdhaltung. Ja, ist halt auch ein bisschen hier, wird meine Wildheit gestärkt. So, dann haben wir das halt so, ist auch ja. Und dann machen wir hier noch alle 3 Punkte auf Wildheit. Und dann sind wir wieder hier. Gestärkt für die nächsten Folgen in diesem Lande. So, ich verabschiede mich aus Dragon's Prophet vom Donnerstag. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag wieder. Da ist zwar nichts Besonderes, doch, da ist mein Urlaub. Da habe ich Urlaub. Geil. Na gut, wie gesagt, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann Montag. Bis dahin, euer Schröti. Ciao!